Ah ja. Also, dass die Chinesen jetzt wegen des Virus hysterisch reagieren, ist klar. Die haben eben einen Hang zur Dramatik. Das liegt aber an ihrem Sichtfeld. Ja, die erleben ja alles in so einer Breitbild-Blockbuster-Optik. Für Asiaten ist die Welt ein IMAX-Kino. Aber hier, ich meine, jetzt hat man Deutsche aus Wuhan evakuiert. Wenn man sich wirklich Sorgen macht, lässt man die gefälligst dort. Ja. Und nimmt ihnen die Pässe weg. Ja, ich finde das Geschehen dann auch recht. Ja. Was bitte hat ein guter Deutscher in Xinjiang, Chinaland verloren? Oder? Die waren im Krieg gegen uns. Zum letzten Mal. Japaner gut, Chinesen böse. Ja. Sagen Sie mir nicht, die schauen für Sie gleich aus. Sie Rassisten. Ja, das kann man ganz leicht unterscheiden. Chinesen haben hier so einen Mundschutz. Ja. Japaner getragene Mädchenslips. Ja, das ist... Nein, das ist nur so ein blödes Klischee. Genauso wie in China essen sie Hunde. Das ist doch Unsinn. In China essen sie alles. Hunde, Schlangen, das zweite Kind. Aber die Angst ist wirklich groß. Menschen fürchten sich plötzlich vor allem, was irgendwie asiatisch ausschaut. Chinesen, Thais, Koreaner, Karl Dall. Ja. Also so halbwegs. Ja. Haben wir ein Bild von Karl Dall? Also, ja. Naja, fast. Ja. Aber selbst der ist mir jetzt schon verdächtig. Ist das wirklich einer, der zwinkert? Oder ein Chinese, der ein Auge aufreißt. Yes. Ich bitte Sie wirklich, lassen Sie die Paranoia. Da werden Sie ja wahnsinnig. Zumal man heute überall Schlitzaugen sieht. Es gibt ja nur mehr Asiaten und Menschen, die Asiaten so anschauen. Also das ist ja furchtbar, dieser Rassismus. Vor allem hier in Deutschland. Hier diskriminieren wir Menschen doch nicht wegen ihres Niesens, sondern wegen ihrer Nasen. Ja?